Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Der Grund dafür, dass ich mit dem Ding jetzt hier etwas verspätet dran bin, ist, dass ich über die letzten Tage und auch über die Feiertage selbst noch eine ganze Menge im Flugzeug saß, selbst eine ganze Menge fliegen durfte, auch etwas mehr fliegen durfte, als ursprünglich mal geplant war. Falls ihr mich dabei mal verfolgen wollt, ihr findet dazu immer mal wieder was bei mir auf Instagram. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr alle gut ins Jahr 2022 gekommen seid und wünsche euch selbstverständlich auch alles Gute für das neue Jahr. 2021 war irgendwie ein Jahr, was ich gar nicht so leicht einordnen kann. Es war irgendwie ein komisches Jahr, aber auch ein sehr schönes Jahr auf YouTube. Ihr habt euch in den letzten 12 Monaten meine Videos ungefähr 5,9 Millionen Mal angeschaut und damit eine Wiedergabezeit von umgerechnet etwa 103 Jahren generiert. Über 11.000 Kommentare habt ihr geschrieben und ihr habt im letzten Jahr fast 250.000 Daumen nach oben gegeben. Das ist ziemlich cool. Und vielleicht auch ganz cool, zusammengerechnet konntet ihr mir etwas mehr als 5 Tage im letzten Jahr beim Flugsimulator-Spielen live zugucken. Das erste Video aus 2021, also vor 12 Monaten, beschäftigte sich mit der Meldung, dass Qantas bald die erste Airline sein könnte, die nur noch geimpfte Leute fliegen lässt. Und das ist heute auch immer noch mehr oder weniger aktuell. Laut aktueller Planung geht es ab April 2022 in Australien mit der internationalen Luftfahrt wahrscheinlich wieder richtig los. Und Qantas schreibt noch immer auf ihrer Website, Regierungen und Fluggesellschaften führen gegebenenfalls Anforderungen ein, dass Passagiere für internationale Flüge eine Covid-19-Impfung nachweisen müssen. Bei dem ersten Video 2021 hatte ich relativ schnell gemerkt, dass es natürlich ein wichtiges Thema, aber auch für viele ein sehr anstrengendes Thema ist. Und das ist auch völlig in Ordnung. Natürlich kommen die meisten irgendwie her, um hier einfach ein bisschen was über Flugzeuge zu erfahren, ein bisschen unterhalten zu werden, vielleicht irgendeine coole Message mitzunehmen. Und ich kann verstehen, dass das Thema da wirklich nicht für jeden so richtig cool ist. Deswegen kann man immer mal wieder drüber reden, aber Hauptbestandteil der Videos sollte sowas natürlich nicht werden. Und deswegen haben wir im nächsten Video, was dann kam, das Niveau natürlich direkt wieder etwas runtergeschraubt. Nein, nicht unbedingt, aber wir haben über einen besonderen Flug gesprochen und zwar über einen Highfly A330-Neo-Flug mit nur einem einzigen Passagier an Bord. Der Flug fand damals dennoch statt und das hat nicht ganz zu Unrecht auch für Diskussionen gesorgt. Und das Thema scheint auch hier aktueller denn je zu sein, denn die Airlines müssen fliegen, Lufthansa zwar aus anderen Gründen als Highfly, aber die Deutschen sprechen davon, dass auf der einen Seite über 30.000 Flüge vom eigentlichen Plan im Winter gestrichen werden, gleichzeitig aber über 18.000 Flüge, aus jetziger Perspektive nicht lohnenswerte, unnötige Flüge, in die Luft gebracht werden müssen, um Start- und Landerechte zu sichern, und das kann nicht so wirklich im Sinne des Erfinders sein. Dann war 2021 die 737 MAX wieder ein Thema, denn seit Dezember 2020 ist die Maschine wieder mit Passagieren unterwegs, als erstes bei der brasilianischen GOL, dann auch bei American Airlines, und im Jahr 2021 bekam dann auch endlich der erste deutsche Betreiber TUIfly die erste 737 MAX auf den Hof gestellt und mittlerweile sieht man die Dinger auch wirklich an unterschiedlichen Flughäfen von Ryanair, von TUI und so weiter. Und so richtig habe ich mich noch nicht dran gewöhnt, dass das jetzt normal ist, dass dort wieder eine 737 MAX eingesetzt wird. Dann der Airbus A380 von Lufthansa. Geparkt und seit Januar 2021 gingen die Dinger Monat für Monat vom Frankfurter Flughafen raus in Richtung Parkplatz und im September war dann auch der letzte Lufthansa A380 aus Frankfurt weg. Auch dieses Thema bleibt bis heute aktuell. Mit der 747-400 und dem A340-600 sind ja jetzt schon zwei Flugzeugtypen wieder zurück zur Lufthansa gekommen, mit dem man eigentlich nicht mehr so wirklich gerechnet hätte. Und auch Gerüchte über den A380 halten sich noch immer aufgrund der dort an Bord befindlichen First Class, die man dann ja eventuell vielleicht doch mal wieder bei Lufthansa gebrauchen könnte. Ein sehr spannendes Video für mich aus 2021 war die Zusammenfassung und die Erklärung zum dann veröffentlichten Abschlussbericht zum U-52-Absturz. Und das war eines von, ich hoffe, mehreren Videos aus 2021, aus dem man auch als Nichtflieger ein paar wichtige Grundsätze lernen und mitnehmen konnte. Und was mich sehr gefreut hat, das Skript dieses Videos hat es dann auch in ein Schweizer Luftfahrtmagazin geschafft und wurde dort veröffentlicht. Mit über 550 Kommentaren hat euch dann noch dieses Thema sehr zum Diskutieren angeregt, und zwar die Kollision des FC Bayern München mit dem Nachtflugverbot. Das war sogar in der Amazon Prime Doku zum FC Bayern München ein Thema. Und damit sei der Lotsen oder dem Lotsen doch hier mal virtuell die Hand geschüttelt. 2021 begleitete uns dann auch noch die Boeing 707 am Hamburger Flughafen. Wir haben die Geschichte des Flugzeuges einmal genau aufgerollt und auch ich hatte zu der Zeit ein paar Mails an den Hamburger Flughafen geschrieben, weil ich wissen wollte, ob man das Ding wirklich verschrotten muss. Aber es war nicht so richtig eine Chance zu erkennen. Ich dachte, es wäre eigentlich das perfekte YouTube-Projekt geworden. Man hätte da bestimmt irgendwas Cooles draus machen können. Aber das Flugzeug sollte definitiv nicht an diesem Ort da stehen bleiben, nicht auf dem Gelände des Hamburger Flughafens stehen bleiben. Und jetzt ist es mittlerweile zerlegt und wurde in Einzelteilen verkauft.
Wir haben über Lufthansa und ihre Pilotenausbildung gesprochen. 2021 war dabei genau wie das Jahr zuvor kein einfaches Jahr für die Schülerinnen und Schüler der European Flight Academy und die Daumen sind hier an der Stelle immer noch gedrückt. Immer noch gedrückt für eine Lösung in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft, mit der wirklich alle Beteiligten sehr gut klarkommen können. 2022 wird die Ausbildung dann, so heißt es zumindest, eventuell schon im reinen ATPL-Format dann wieder anlaufen. Wir haben über vergessene A330 gesprochen, über die noch immer nicht so richtig konsequent umgesetzten, aber schon lange klaren Pläne der Lufthansa zur Reduzierung der Anzahl verschiedener Langstreckenflugzeuge im Konzern. Und es war Zeit für ein Video, in dem ich mal wieder, nach langer Zeit, mal wieder ein bisschen über mich selbst gesprochen habe, ein bisschen was über mich erzählt habe. Was viele vielleicht da gar nicht so richtig auf dem Zettel haben und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil es ist nicht wirklich relevant für das, was wir hier machen, aber für mich selbst dann halt doch manchmal ein Thema. Den Kanal habe ich halt angefangen als Schüler, der sich sehr für Flugzeuge interessiert. Mit dem Kanal bin ich dann aber irgendwie mehr oder weniger erwachsen geworden und fliege jetzt halt selbst Flugzeuge und konnte mir damit in der Zeit wirklich einen Traum erfüllen. Und manchmal denke ich mir, ich hätte euch da ganz gerne ein kleines bisschen mehr mitgenommen oder ich würde euch da heute ganz gerne ein bisschen mehr mitnehmen. Auf der anderen Seite schätze ich es aber auch sehr und weiß es auch sehr zu schätzen, dass ich eben nicht in Uniform hier vor euch stehe, sondern dass ich einfach immer noch der Dude bin von vor ein paar Jahren, der euch einfach ein bisschen was über Flugzeuge erzählen kann. Und das mache ich auch sehr gerne so und das soll auch genauso bleiben. Und eventuell kann ich euch ja da auch mal irgendwann etwas mehr mitnehmen. Das würde mich zumindest sehr freuen. Ansonsten war es mir aber sehr wichtig, diese meistgestellte Frage auf diesem Kanal endlich mal zu beantworten. Und das habe ich 2021 mit diesem Video getan. Dann ging es um einen Aufschwung zu Ostern. Wir haben geklärt, dass der Mallorca-Effekt, dass der gar nicht mal so gewaltig war, wie alle erwartet haben. Aber dennoch, nichtsdestotrotz, für die Fluggesellschaften eine sehr wichtige Vorbereitung für den Sommer. Wir haben die Geschichte des geparkten A330 in Düsseldorf geklärt, was für mich tatsächlich ein sehr interessantes Video war, denn zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich an diesem A330 im Laufe des Jahres noch sehr häufig vorbeifahren werde. Ich weiß gar nicht, inwiefern ich da großartig was drüber erzählt habe, aber ich war 2021, vielleicht habe ich im Livestream mal ein bisschen drüber gesprochen, aber ich war 2021 dann ab Mai in Düsseldorf stationiert am Düsseldorfer Flughafen und bin dort auch wirklich sehr viel geflogen im Sommer, was natürlich gut ist, aber was eben dafür gesorgt hat, dass ich diesen A330 aus allen Perspektiven häufiger gesehen habe, als ich ursprünglich mal dachte. Aber es ist eine sehr schöne Geschichte. Die Papa Alpha, die bei Air Berlin und zuvor bei LTU unterwegs war, die ist jetzt quasi wieder zu Hause am Düsseldorfer Flughafen und wird dort, so wie ich das verstanden habe, in den nächsten Monaten auch ihr Ende finden und dort auseinandergebaut und dann verschrottet werden. Eigentlich ja schon wieder ein geschichtsträchtiges Flugzeug, was man hier für ein riesen YouTube-Projekt doch eigentlich perfekt erhalten könnte, oder nicht? Naja. Gut, wir haben geklärt, was Condor 767 am Leipziger Flughafen zu tun haben. Wir haben geklärt, warum die Frachtversion des A350 jetzt eventuell ganz richtig kommen könnte und mit welchem Flugzeug Eurowings Discover bald auf Langstrecke geht. Heute sind die A330 dieser Fluggesellschaften tatsächlich schon ganz normaler Bestandteil des Bildes am Frankfurter Flughafen. Und wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht, dass die Eurowings mit Langstreckenflugzeugen wirklich groß am Frankfurter Flughafen steht? Wir haben ausführlich über den Airbus A300-600ST, über den Special Transporter, über den Beluga gesprochen. Wir haben die Herkunft der fünf besonderen 787 für Lufthansa geklärt, die es offensichtlich nicht bis zum Jahresende zu Lufthansa geschafft haben. A321 Long Range war Thema, das wahrscheinlich beste Flugzeug seiner Klasse, das heute bei JetBlue mit der wahrscheinlich besten Ausstattung, die man überhaupt irgendwo auf dem Markt in einem A321 finden kann, tatsächlich regelmäßig von London Heathrow nach New York eingesetzt wird. Wir haben über den etwas durcheinander wirkenden, sich immer wieder verändernden Lufthansa-Service gesprochen, über die Fragen aufwerfende Zwischenlandung einer Ryanair-Maschine nach einer Bombendrohung, über einen Remote Tower am London City Airport, den es so auch schon hier in Deutschland gibt. Wir haben über das Überschallfliegen gesprochen, welche physikalischen, ökologischen und ökonomischen Gründe es dafür gibt, dass wir heute schon seit langer Zeit eben nicht schneller fliegen als der Schall. Dann gab es Startabbruch einer American 737. Und die auch als Marketingaktion durchaus gelungenen 747 und A350 Flüge der Lufthansa nach Mallorca und was es bedeutet, wenn man mit einem solchen Langstreckenflugzeug auf die Kurzstrecke geht. Wir haben die Zukunft der Condor-Langstrecke besprochen, wir haben über die erste 737 Max für Ryanair geredet,
den wohl spektakulärsten Unfall des Jahres mit einem doppelten Triebwerksausfall einer 737-200. A321 Frachter für Lufthansa Cargo war ein Thema und soweit ich weiß, wird der jetzt mittlerweile tatsächlich der erste Frachter, auf dem immer noch Lauda Motion draufsteht, zum Frachtflugzeug für die Lufthansa Cargo umgebaut. Wir haben die technische Erklärung zu den verrauchten Nassstarts, zum Beispiel bei alten 707 geliefert, haben ausführlich über den Flugsimulator geredet, der sich hoffentlich bald mit entsprechenden Add-ons noch ein weiteres solches Video verdient hat. TuiFly hat die erste 737 Max bekommen und wir haben die Kommunikation zwischen Flugsicherung und Cockpit besprochen. Wir haben über das wohl krasseste Video in diesem Jahr und damit über die wahnsinnig harte Landung in Paro in Bhutan geredet. Dazu haben wir das System ziemlich genau erklärt, welches Flugzeuge heutzutage davon abhält, dem Boden zu nahe zu kommen oder in irgendwelche Berge hineinzufliegen. Wir haben über einen A330 der Turkish Airlines gesprochen, welcher nahezu auf einem Taxiway gestartet wäre. Übrigens mal wieder ein wirklich großartiges Lehrbeispiel. Wir haben geklärt, warum Airbus einen A330neo mit reduziertem maximalen Abfluggewicht anbietet, wie der Leipziger Flughafen seine Startbahn erneuert und eine Alltagsfrage, ob Piloten im Cockpit auch mal die Augen zumachen und schlafen können. Wir haben uns angeschaut, was es für Vielflieger bedeutet, dass der A380 nun nicht mehr bei Lufthansa im Einsatz ist, haben uns dafür Hilfe von Stefan von Eurotravel TV geholt. Dann ein zumindest in dieser Hinsicht wirklich großartiger Vorfall, um daran etwas zu erklären, um davon zu lernen. Lufthansa A350 mit Reifenplatzer in München gestartet, über 6 Stunden in der Luft, dann nach Frankfurt geflogen, also nach Deutschland zurückgekehrt. Ein sehr spannender Vorfall und eines der beliebtesten Videos des letzten Jahres. Wir haben mit CETA über Optimierungspotenziale in der Luftfahrt gesprochen, wir haben den Vulkanausbruch auf La Palma angeschaut und die Auswirkungen auf die Fliegerei geklärt, haben uns angeschaut, was die Reiseklasse für den persönlich verursachten Treibstoffverbrauch beim Fliegen bedeutet, wir haben den technischen Hintergrund einer 777-Notlandung in Los Angeles geliefert und uns den aktuellen Stand zum Airbus A380 angeschaut. Das war das erfolgreichste Video in diesem Jahr. Dann haben wir nochmal über Medicals, über medizinisches Tauglichkeitszeugnis und alles andere, was sonst noch dazu gehört, damit Piloten ihre Lizenzen behalten, gesprochen. Dann nochmal die Geschichte des Airbus A380 zur letzten Auslieferung aufgerollt. Ich habe euch mein neues Arbeitszimmer gezeigt, ausführlich über KLM und deren Airbus-Bestellung gesprochen und die Frage geklärt, was Piloten eigentlich im Cockpit essen. Das war eine ganze Menge Zeug und ein richtig cooles Jahr 2021 und es freut mich sehr, diese ganzen Themen jetzt so nochmal zu sehen. Und dann ja auch noch die ganzen Livestreams und das hat mich auch sehr überrascht, da war wirklich sehr viel Cooles mit dabei. Wir waren mit dem A321neo auf Samos, wir sind mit dem A320 nach Norwegen geflogen, wir sind CRJ geflogen, wir waren mit dem A320 auf Madeira, wir sind Beluga geflogen, wir waren mit dem A320 quer durch Griechenland unterwegs, waren in Dubrovnik, dann auch endlich mit richtigen Anflugkarten. Wir sind in der Karibik geflogen, ihr konntet live beim Simulator aufnehmen für ein neues Video zuschauen. Wir waren mit der DC-6 in Berlin, sind mit der DC-6 beim Sonnenuntergang in Sydney gelandet, waren mit dem A320 auf Skiathos, mit dem Iberia Airbus auf La Palma, sind mit dem Swiss A320 in Genf geflogen, mit einem Lufthansa A340-600 sind wir von Teheran nach Frankfurt geflogen und dann auch nochmal mit dem 340-600 waren wir in Südafrika unterwegs. Wir sind einfach Langstrecke geflogen von Berlin in die USA mit der 787 und sind mit dem Swiss A320 mit Navigation Display Ausfall nach München diverted und wir sind Lufthansa-Flüge in Echtzeit mitgeflogen. Das war ein spannendes Jahr. Es ist ganz schön viel passiert. Ich wohne mittlerweile auch wieder woanders. Ich bin als Pilot mittlerweile wieder am Frankfurter Flughafen stationiert. Und auf YouTube war es ein sehr schönes Jahr. Vielen Dank dafür. Es hat wirklich eine ganze Menge Spaß gemacht. Ein ganz großes Dankeschön für eure Unterstützung. Und ich freue mich sehr auf das nächste Jahr mit euch. Also, Leute, bis zum nächsten Video. Vielen Dank und dann, ja, lasst es euch gut gehen. Tschüss.